Kevin Kastner, Baby mit Crewmitglied, äußern sich zu Affärengerüchten. Kevin Kastner, 68, soll von den Trennungsabsichten seiner Frau vollkommen überrumpelt sein. Das Paar teilte 18 Jahre lang Tisch und Bett. Drei gemeinsame Kinder machten das vermeintliche Glück perfekt. Nun ist alles aus und der Hollywood-Star steht unvermittelt vor den Trümmern seiner Ehe. Und während sich der Schauspieler am 30. April noch mit Ring am Finger mit Fans in einem Restaurant in Las Vegas ablichten ließ, plante seine noch Ehefrau schon, am nächsten Tag die Scheidung einzureichen. Christine Baumgartner, 49, indes hat sich von dem kostbaren Symbol der ewigen Verbundenheit schon längst getrennt. Wie Fotos beweisen, die der Daily Mail vorliegen. Die Paparazzi erwischten die Designerin erstmals nach der Scheidungsbekanntgabe beim Einkaufen in Santa Barbara, ohne Ehering. Christine wirkte entspannt, trug ein leichtes Lächeln auf den Lippen. Für sie scheint die endgültige Trennung von Kastner ein Befreiungsschlag zu sein. Das Ablegen des Ehebandes wirkt symbolhaft dafür. Ihr Mann hingegen soll von ihrer Entscheidung völlig überrumpelt gewesen sein. Weiß das Online-Newsportal TMZ zu berichten. Es ist sehr bedauerlich, dass die Umstände, auf die er keinen Einfluss hat, dazu geführt haben, dass Herr Kastner an einer Klage auf Auflösung der Ehe teilnehmen muss, erklärte ein Sprecher Kastners in einem ersten Statement. Und weiter, wir bitten darum, die Privatsphäre von ihm, Christine und ihren Kindern zu respektieren, während sie diese schwierige Zeit durchstehen. Anführungszeichen. Untreue Gerüchte stehen im Raum, die der Schauspieler allerdings vehement bestreiten ließ. Ein Crewmitglied seiner Serie Yellowstone soll sogar ein Kind von ihm erwarten. Wurde nach Bekanntgabe der Trennung gemunkelt. Die Quelle der Gerüchts, unklar. Dennoch löste es im Netz Diskussionen aus, ich frage mich jetzt, ob das Drama um Kevin Kastner und Yellowstones Planung auf das Gerücht zurückzuführen ist. Dass er möglicherweise jemanden am Set geschwängert hat, schrieb eine Userin und bezog sich damit auch auf Schlagzeilen. Die jüngst Kastners mutmaßlichen Ausstieg aus der TV-Produktion zum Thema gemacht hatten. Eine andere kommentierte, also war es nicht Bentley, Wes Bentley, spielt Jamie Dutton in der Serie, Anmerkung der Redaktion, der ein Mädchen am Yellowstone-Set geschwängert hat, es war Kastner. Anführungszeichen. Quellen, die Kastner nahestehen sollen, dementierten indes gegenüber TMZ mit Vehemenz die pikanten Anschuldigungen. Das Gerücht sei totaler Quatsch. Er sei seiner Frau während der gemeinsamen Ehe immer treu gewesen, heißt es auch von Kastners Seite. Gegenüber Pitch Six ließ der Oscar-Preisträger mitteilen, dass alle Behauptungen, er habe seine Frau betrogen, absolut nicht wahr seien. Eine ihm angeblich nahestehende Quelle bestätigte, dass es überhaupt kein Problem des Betrugs gab, er sei sehr überrascht von Christines Entscheidung. Er will offensichtlich nicht die Scheidung und er würde sie zurücknehmen, so der Insider. Es ist enttäuschend, er liebt sie und er liebt seine Kinder. Man habe keine Ahnung, ob Kevin überhaupt wisse, was die Trennungsgründe seien. Trotzdem gibt es laut Scheidungsakten unüberbrückbare Differenzen, die es der Designerin anscheinend unmöglich gemacht haben, länger mit Kastner verheiratet zu bleiben. Vollkommen zerrüttet scheint das Verhältnis jedoch nicht zu sein. Immerhin beantragte sie das gemeinsame Sorgerecht für die Kinder Kaiden Wyatt, 15, Hayes Logan, 14, und Grace Avery, 12. Ein Detail jedoch überrascht, Baumgartner soll von ihrem millionenschweren Ehemann keine Unsummen an Unterhalt fordern. Kostner wird von der Scheidungsanwältin Laura Wasser vertreten, die bereits Kim Kardashian, 42, und Angelina Jolie, 47, rechtlich bei ihren Trennungen beraten hat. Der Ehegattenunterhalt ist gemäß den Bestimmungen des vorehelichen Vertrages der Parteien an den Antragsteller zu zahlen, erklärte Wasser. Kevin indes scheint vor Christines Entschluss zu kapitulieren.
Er habe inzwischen ebenfalls das gemeinsame Sorgerecht für die beiden Söhne und die Tochter beantragt. Schmutzige Wäsche dürfte also nicht gewaschen werden, darf man hoffen. Auch wenn die Scheidung zwischen Kastner und Baumgartner überraschend zu kommen scheint, deuteten bereits 2022 Gerüchte auf eine Krise hin. Die Designerin habe genug von Kevins intensivem Drehplan für die Western-Serie Yellowstone, in der er seit 2018 in der Hauptrolle als Familienpatriarch John Dutton vor der Kamera steht. Meldete Radar Online, es hat wirklich ein Loch in ihr Familienleben gerissen, behauptete eine Quelle gegenüber dem Online-Portal. Christine möchte jedoch, dass ihr Mann seinen Cowboy-Hut an den Nagel hängt. Sie habe Kastner damals angeblich ein Ultimatum gesetzt. Inzwischen berichtet Entertainment Tonight, dass Kastner vorhabe, aus der Erfolgsproduktion auszusteigen. Ein Entschluss, der offenbar zu spät kommt. Verwendete Quellen: Daily Mail, Kouk, TMZ.com, Page6.com, Darunline.com, Etonline.com, Twitter.com.